Ein herzerfrischendes Moin Moin, willkommen. Wir machen wieder ein Parkcheck. Ja, ich habe dazu den Richter World Park rausgesucht. Ich bin mal gespannt auf den neuen Park. Jo, ich bin einmal kurz drüber geflogen, fand es sah gar nicht so schlecht aus. Okay, hier gibt's ein kleines Problem. Da hängen einige Leute fest. Ich kann euch gerade nicht helfen, ja, also ich helfe euch nicht vom Parkplatz. Ich glaube, da hat der Ersteller des Parks wohl beim Parkplatz einfach mal den Anschluss abgebaut. Ticket Machines, jo. So, jetzt können sie nicht mehr raus. Naja. Sorry Leute, das geht nicht. So, ja. Ich glaube, wir sind hier noch so ziemlich im Vorbereich. Und hier sind wir dann am Park-Eingangsgebäude. Sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Ne? Macht schon Spaß. Dann gehen wir mal rein in den Park und lassen uns überraschen. Ja, sieht so hier so ein bisschen Burgenstil, Marokko-Stil, kann auch sein. Ja. Und hier haben wir ein riesengroßes Gelände, wo ein paar Busse langfahren. Okay. Hollywood-Tour oder was? So, keine Ahnung. Was haben wir hier? Oh, so ein kleines verstecktes Plätzchen zum Einkaufen. So. Das sieht zum Beispiel aber richtig schön aus. Und hier drin? Ja, okay. Also innen drin ist die Thematisierung ein bisschen sparsam. Das, aber lassen wir uns erstmal überraschen. Das kann ja noch am Anfang gewesen sein. Oder vielleicht ist der Park auch noch nicht fertig. Ja. Das weiß man ja nicht. So, dann gehen wir mal weiter. So. Hier sehen wir ein schönes Karussell. Schönes Dach drüber gebaut, schön Eingang gebaut. Ja, das sieht richtig schick aus. Ja, muss ich sagen, sieht richtig super aus. Oh, hier haben wir ein paar Vending Machines. Ja, die sind ja frisch aus dem Vintage Pack. Ja, so kleine Spielhalle quasi, Popcornmaschine, Greifermaschinen, Geld machen, ne? Kaugummiautomaten haben wir auch. Ja, so ist das, ne? Ein bisschen Geld machen wollen hier. Ja, also ich sehe ja immer noch hier das Hotel, aber von hier aus, das sieht doch mal interessant aus. Wo geht's denn hier lang? Wir dürfen nicht rein. Da doch dürfen wir. Wir haben VIP Ultrapass. Ich glaube, hier ist aber irgendwas schief gegangen, ja, also. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier los? Sind hier Wege weg? Hat einer die Wege gelöscht? Okay, hier schwebt alles. Aber vom Feinsten. Was ist denn hier drin? Ein paar Shops? Okay. Also irgendwie ist hier ziemlich was schief gegangen, weil von außen sieht das Gebäude richtig geil aus, warum muss man wirklich sagen. Aber da muss irgendwas schief gegangen sein. Aber ganz gewaltig. Machen wir mal das Interface an. Fahrgeschäft-Tickethäuschen. Hat aber kein Fahrgeschäft dazu. Okay. Ja, okay. Hier sind ein paar Sachen zertrümmert. Ja, das sind die speziellen Gäste, die man immer haben will. Café, Restaurant, Pub. Okay. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Was ist das? Ein Toilettenblock. Okay. Okay. Ein Toilettenblock als Eingang für ein Café, Restaurant. Okay. Ja, kann man mal machen, ne? Sieht aber eigentlich wirklich schick aus. Ich weiß nur nicht. Also irgendwie sind hier die Wege verloren gegangen. Unterwegs mal. Ich weiß auch nicht, ob er alles selber gebaut hat. Ich habe jetzt hier die Beschreibung großartig geguckt. Ob er da verlinkt hat, ob er das mit jemand anders zusammengebaut hat. Oder nicht. Beziehungsweise was von ihm ist und was nicht.
Es sieht hier wieder so richtig schick aus. Also, da muss man sagen, ja, schön platziert. Orientalischer Stil, würde ich mal sagen. Oder Afrika-Stil. Ja, Afrika-Stil, würde ich sagen. Ne? Das passt so. Black Mamba Party aus dem Phantasialand. Hier, okay. Und hier geht's zum. Ja. Freefall Tower. Ja. Das wäre mir ein bisschen niedrig, würde ich sagen. Ne? Also hier ist irgendwas, stimmt hier ganz gewaltig nicht. Ich glaube, hier sind so ein paar Sachen. Da sollte derjenige nochmal Hand anlegen. Weil die Gebäude. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ziemlich viel aus Blueprints zusammengebaut worden. Ja, die Lockers, ja, ist coole Ideen. Auch wenn es jetzt zusammengebaut wurde aus dem. Ist ja auch in Ordnung, ist ja vollkommen legitim, sich Sachen aus dem Workshop zu holen. Ja, also da sagt ja kein Mensch was dagegen. Dann sollte man sie aber auch wissen hinzustellen. Und hier sind wieder mal. Sorry, Leute. Also bei Warteschlangen gehört für mich ein Zaun dahin. Ne? Also ein Zaun, Abgrenzung. Da trampelt ja jeder hier einfach durch. Also das ist nicht dann Serie. Also das hat mit Realismus dann gar nichts mehr zu tun. Wenn hier schon auf Realismus überall möglichst geachtet wird, dann da auch. Bitte achtet darauf. Ja. Die schwebenden Brücken haben wir ja auch. Ja. Also irgendwie mit dem Wegetool. Naja. Aber fahren wir mal den ersten Coaster. Fahren wir mal den ersten Coaster, den er hier hat. So. Und los geht's. Eine neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Auf den Lift Hill. Ja, schicke Aussicht, mal kurz genießen. Ich bin mal gespannt. Also, ich habe eben mal in die Parkverwaltung geguckt. Das sind 13 Coaster, die uns erwarten. Also, filmingtechnisch teilweise richtig super. Aber mit den Wegen, das ist irgendwie, ich glaube, ein bisschen schief gegangen. Ne? Aber jetzt konzentrieren wir uns auf die Fahrt. Und los geht's. Ab mit einer schönen Rechtskurve runter. Ja, und ab in den Looping. Genau so muss es sein. Genau so muss. Und noch eine Inversion. Eine Helix. Aufwärts. So, kurz gebremst. Okay. Ja, hier ist dann ein Fotospot, scheinbar. Ja. Ansonsten relativ smooth, muss man sagen. Ja, nochmal eine Inversion gewesen. Und schon sind wir fertig. Sorry, Leute. Das kann nie sein. Also hier müsst ihr darauf achten, dass die Dinger dann halt aus der Bahn rauskommen. Ja, ein bisschen verschieben, bisschen runterschieben in den Boden. Ja, ist ja nicht schwer, ne? Kann man ja mal schnell machen. So. Also. Ich würde der Bahn so. Ja. Kleine Abzüge in der B-Note geben. Fährt relativ smooth, keine Frage. Aber. Ja. Der Eingangsbereich ist irgendwie. Nicht komplett zu Ende gedacht, habe ich zumindest das Gefühl. Ja, und das geht auch nicht. Also das geht nicht. Hier, das ist ja wohl, das ist ein schlechter Scherz. Das ist ein schlechter Scherz. Sorry. Das kann man nicht machen. Ja, also man muss ein bisschen drauf aufpassen. Also wenn ich schon Sachen aus dem Workshop, je nachdem, verwende, muss ich sie schon richtig anbinden. Ja, also einfach zusammenklöppeln. Wie das jetzt war, das kann man nicht machen. Das hier sieht wieder richtig schick aus. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was von dir selber gebaut wurde. Das Ding haben wir ja schon mal gehabt, das ist also wiederverwendet. Employees only, ja. Also, Realismus wurde ja teilweise schon acht gegeben, keine Frage. Technik und Service.
Ich weiß jetzt nicht, ob der Ersteller jetzt deutsch ist. Ja, kann ich nicht sagen. Oder Technik und Service ist normalerweise was. Ja, Technik ist deutsch geschrieben. Hier ist es wieder Englisch. Ja, das sind so kleine Anhaltspunkte, dass das hier nicht unbedingt alles selber gebaut wurde. Genauso wie das hier. Also dann. Wir können einfach mal drüber springen. Ja, das auch passt. Was ist das denn? Was soll das denn hier werden? Also die Warteschlange sieht ja nicht schlecht aus, keine Frage. Echt gut gemacht. Aber ich glaube, der Ersteller hat uns hier hat sehr viel zusammengeklöppelt. Sorry, wenn ich das so krass sage, aber es wirkt ein bisschen zusammengeklöppelt. Und los geht's mit der nächsten Achterbahn direkt. Also, korrigiert mich, aber das finde ich schon ein bisschen grenzwertig in Sachen Wege auf jeden Fall. Aber lassen wir uns mal überraschen, wenn die Achterbahnen gut sind. Die Thematisierung ist ja sonst auch relativ gut gelungen. Das finde ich hier mit den Lampen schon gut gemacht. Ich finde nur ein bisschen niedriger. Also, da kriegt unser schon blass werdender Kollege hier definitiv eine neue Frisur. Wenn er Haare hätte, würde er nur eine neue Frisur kriegen, aber die ist schon weg. So, Lifthill haben wir jetzt auch. Und Abfahrt. Jo. Runter, ab in den großen Looping. Und weiter geht's. Und noch eine Inversion. Ja, schön gemacht. Schöne Inversion, definitiv. Die Bahn fährt sehr smooth. Schön mal kleine Umschläge. Das ist auch vollkommen legitim, ja, so kleine Richtungswechsel zu machen. Das war jetzt ein Schlag. Also da hast du schon mal ein Genick. Ein paar Rücken, hast schon mal Genickschmerzen bekommen und hier genauso. Also Leute, bitte aufpassen, wenn ihr ein bisschen das Smooth Tool benutzen, bitte. Bitte ein bisschen das Smooth Tool benutzen. Das ist. Also hier waren Schläge dabei, die wären nicht mehr feierlich. Naja. Ich habe ja auch das Gefühl. Muss mal gucken. Ja, es passt gerade so. Also passt wirklich bis auf einen Zentimeter. Aber lassen wir uns mal weiter gucken. Ja, also, ich merke schon, das gibt definitiv. Also von oben sah der Park richtig toll aus. Ja, ich habe da einfach mal drüber geguckt. Auf den Bildern sieht er auch toll aus. Link kriegt er auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Ja, also man kann einiges aus dem Park hier rausholen, habe ich das gehört. Würde ich mal sagen. Würde ich definitiv mal sagen, kann man einiges rausholen. Aber ja, so Kleinigkeiten sollte man wirklich machen. Kumba, okay. Dann sind wir mal gespannt. Was ist denn Kumba? Geht es denn nach Kumba? So, hier mal wieder. Watershot. Okay. Ein Safe House. Grill and Tavern. Okay. Hier. Wieder. Bitte macht eine Abgrenzung. Ja. Ist ja schön und gut, wenn man da. Also kann ja jeder eigentlich. Ich sag nichts dazu. Gehen wir mal durch. Durch die Warteschlange. Hier wurde auch. Ja, der Weg gesetzt, wie man wollte. Ja. Hui, also hier geht's abwärts. Also hinten, ja. Okay. Okay, also. Boah. Nee, Leute. Krabbeln, ja. Das hat schon mit Krabbeln zu tun. Ah, ja. Wollen wir so fahren?
hat er dann für Daten, Ergebnis, Fahrzeit, 1382 Sekunden. Das fliegen da ab. Sonst wäre das eine relativ kurze Gefahr, kurz gewesen wäre, hätte ich ja nichts gesagt, aber das ist zu lang. So. Schön gemacht, keine Frage. Also, schön eingebunden hier. Definitiv. Nett gemacht, also, ist ein schöner, schöne Bahn. Ja. Hier ist dann wieder Kopfeinsturzgefahr, Kopfeinschlagengefahr. Bei sowas zeigt Planet Coaster mal wieder, wie toll seine Grafik ist. Wie toll das aussehen kann. Also toll thematisiert, definitiv. Ja, ich kann da nichts gegen sagen. Die Rafting war eigentlich relativ kurz. Ja. Also Splash gibt es nicht. Ja, ist einfach ein ganz ruhiger. Ja, hier sagen wir nichts zu. Also da möchte ich jetzt gerade nichts zu sagen, weil ansonsten würde ich. Nee, da. Sorry. Das geht gar nicht. Das ist hier genauso. Ja, also wenn ich Sachen einfach verwende, bitte einfach ein bisschen aufpassen. Ja. Also ein bisschen, also hier der Bug Report. Der wäre auf jeden Fall schon ein paar Seiten lang. In meinen Augen. So, wie geht's jetzt hier weiter? Gehen wir zurück. Ja. Das war also Kumba. Weil es sieht hier nicht schlecht aus, definitiv. Und es ist auch zu sehen, dass sich Mühe gegeben wurde. Aber bei den Fegen definitiv nicht. Definitiv nein. Sorry. Das ist mal gar nichts. Wieder Kumba. Etwas wiederverwendet. Welche Kumba ist das denn jetzt? So, hier sind auch die Wege wieder gesetzt, wie man will. Wo geht's hier lang? Ein bisschen knapp. Boah. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Also hier schlägt man sich ja alles ein. Schauen wir mal, wie die Achterbahn dann ist. Also, was denn hier passiert, ja? Also das Ding hängt ja vollkommen in der Luft. Also auf allen kleinen Stützen steht das Ding. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Fahren wir sie mal. Also hier ist wieder definitiv Kopf einziehen angesagt. Na, da bist du auch schon wieder ganz bleich. Boah, was ist das denn? Was ist das denn für eine Konstruktion? Gut, dann fahren wir mal eine Runde. Lassen uns überraschen. Oder sind wir die schon gefahren? Kommt mir nicht so bekannt vor hier mit den Lampen. Oder hat er da einfach noch wieder verwendet? Kann natürlich auch sein. Also hier ist auch wieder Kopf einschlagen. Wenn man am falschen Platz ist, kriegt man mal so richtig eine Delle in die Birne. Ja, also. Sorry. Da geben mir nicht unbedingt das Herz auf bei. Das macht in meinen Augen noch keinen Spaß. Mal schauen, wie sie sich fährt. Schöne Inversion. Ja, bis jetzt. Auch alles sehr smooth. Ja. Das könnte man ein bisschen länger ziehen. Dann wäre es ein bisschen angenehmer zu fahren. Aber hier schlägt es in beide Richtungen. Jetzt kommt die Bremse. Jetzt geht's weiter. Die Corkscrew, das ist relativ smooth gestaltet. Ja, muss man sagen, okay. Die ist auch relativ gut gemacht. Na komm, also. Ja. So, jetzt kommt das Endlabyrinth, glaube ich. Würde ich mal sagen. Oh, ist das eng. Das ist eng. Das ist definitiv eng.
Ja, da sind wir schon an der Station. Also Thematisierung. Super. Wege. Ja. Suboptimal würde ich es einfach mal sagen. Ne? Suboptimal. So. Kamehaus. Hä? Okay. Ja, so schön was zusammengestellt. Was würde ich mal sagen? So, Jungle Island Boathouse. Schauen wir mal, wie hier die Wege sind. Hier sind sie nicht direkt sichtbar. Das ist schon mal okay. Ah, dann fliegen wir mal die Bootsfahrt ab. Alle Ruhe, so ein bisschen. Ups. Ja, okay. Wenn man die Brücke so macht, das ist in Ordnung. Dann bitte zieht das ein bisschen runter. Ja, wir haben ja auf jeden Fall schon mal nicht die Betonstützen. Das ist schon mal gut. Schon mal ein Pluspunkt. Was ist das denn hier? Sorry, hier wird das Boot in alle Einzelteile zerlegt. Also auf Kollision wurde hier sehr wenig geachtet. Sehr wenig. Ja, also da ist schon. Ja, sag mal so. Das macht dann schon fast keinen Spaß mehr. Ja. Das macht dann schon keinen Spaß mehr. Also hier sind wieder richtig schön gemacht, keine Frage. Also, da gibt es echt Momente, wo man sagt, wow, das sieht richtig gut aus. Und dann kommt also postwendend wieder irgendwas, wo einfach nicht aufgepasst wurde. Wo nicht bis zum Ende gedacht wurde, in meinen Augen. Ich möchte den Park jetzt nicht komplett vernichten. Also komplett vernichtenden Aussagen möchte ich ja eigentlich nicht machen. Also dafür ist es einfach zu viel Arbeit, die man reinsteckt bei Planet Coaster. Und es ist Arbeit, einen Park zu bauen. Ich weiß das, ja, das weiß jeder, der Planet Coaster selber spielt, wie viel Arbeit das ist. Aber dann sollte man auf diese kleinen Details achten. Das ist ja keine Riesensache. Ja, hier ist auch ja, was am Flickern. Das ist ja okay, das kann passieren. Hier der Zaun, auch schick gemacht, aber der Weg passt nicht. Ja. Dann hier einfach ein Stückchen Weg hingemacht, wieder weggenommen. Und er macht die Kurve richtig. Ja. Hier, die Dinger sind gar nicht erst angeschlossen. Scheinen auch aus dem Workshop zu sein. Ja, da muss ich sagen, also das ist es jetzt nicht. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Wie geht's hier lang? Geht's hier zum Coaster? Okay, da geht's irgendwo hin. Okay. Bockspringen ist ja angesagt, habe ich das Gefühl. Ja. So, okay, das war der Ausgang. Ich wechsle einfach mal die Lane. Also, bisschen eng hier. Ein Wing Coaster. Genauso wie einer, den wir aus der Challenge haben, in meiner Challenge läuft. So. Fahrtkamera rein. Reinsetzen. Trigger funktioniert. Ist zwar eng, aber hat noch gepasst. Stützen schön verkleidet. Ja, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Rauf auf den Lift hier, der ist auch richtig schön schnell eingestellt. Ja, nicht zu langsam. Runter geht's in der Rechtskurve. Ja. Das Fluggefühl kommt auf. Schön. Ja, bis jetzt sehr smooth. Macht Spaß. Hier hat man das Gefühl, man fliegt direkt über das Wasser hinweg. Wie der Falke. So, hier passt auch. Passt alles. Das passt doch mal. Das passt doch mal. Das passt. Das macht Spaß. Das ist. Alles Move, Geschwindigkeit richtig gut ausgenutzt, ein bisschen Airtime kriegen wir hier.
hier nochmal ein bisschen Airtime. Super, super. Das ist mal wirklich toll. Muss sagen, das ist richtig toll. Und hier auf den letzten Metern. Ne? Auf den letzten Metern verlieren wir es. Letzten Metern haben wir es verloren. Sorry. Ja. Auf den letzten Metern wurde es doch mal ein bisschen schlaghaft. Ja. Aber was haben wir hier wieder? Ja, das Ding haben wir auch wieder, ist auch scheinbar wieder verwendet. Ah, Dschungelterrassen. Sorry. Jetzt fehlen uns sogar noch die Wege dazu. Ja, okay. Okay. Also hier muss noch einiges getan werden. Wo geht's denn hier lang? Also Wege... Gehen wir nochmal in die Wegeschule. Lernen, wie man Wege macht. Boah, nee. Schnell wieder raus hier, sorry. Sorry, nee. Das ist echt... Vom Wegen her eine Katastrophe. Ja, sorry. Ich hatte gedacht, ich habe einen schönen Park ausgesucht. Sah richtig gut aus. Aber wo wir jetzt hier durchgehen, ja. Fällt immer mehr auf. Denken von der Wand bis zur Tapete, sorry. Was ist das denn jetzt hier? Ja. Kommt der Coaster denn her? Waren wir hier schon? Hier kommt mir auch so bekannt vor, ne? Also irgendwo Werewolf. Ja, dann fahren wir den nochmal. Fahren wir den. Ich hoffe, die sind wir noch nicht gefahren. Nee, sind wir nicht. Also mit dem Farbstil, ja. Pink. Ich habe hier nichts gegen Pink. So. Hallo. Einmal starten bitte. Komm. Klick, klack. Leg los, wird groß. Spielspaß und Spannung. Ah, hätte vergessen, getestet. Sorry. So, einsteigen und losfahren. Ja, das passt, würde ich sagen. Ist zwar eng, aber es passt. Hier hat man wieder Bong. Da kriegt man wieder mal so richtig schöne Kopf eingeschlagen. So, jetzt mache ich mal ein bisschen Beschleunigung. Das ist ein langer Lift. Für den Giga, ich würde sagen, das ist schon ein Mega-Coaster. Ich würde sagen, das ist ein Mega-Coaster, ne? Ja. So, jetzt in der Linkskurve mal runter. Ausnahmsweise kriegen wir mal eine Linkskurve. Hier wäre das Smooth-Tool mal ein bisschen angesagt gewesen. Schöner Looping, so. Keine Frage. Voll durch den Boden durch. Okay. Voll durch den Boden. Was? So. Ja. Also hier ist keine Thematisierung mehr. Jetzt einfach durch die Wüste. Und das mit der einfachsten Textur, die das Spiel zur Verfügung hat. Kann man auch die Felsen einfach hochziehen. Ja, mit Felsen hochgezogen. Kleinigkeiten. Viele Kleinigkeiten, mit denen man das wirklich hier richtig toll hinkriegen kann. Also ist ja nicht so, als wäre es eine absolute Totalkatastrophe. Ja, also eine Totalkatastrophe ist es ja noch nicht. Aber ein paar Kleinigkeiten, bitte. Achtet darauf. Ja. Wirklich, bitte einfach drauf achten. So, sind wieder in der Station. Und sowas, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Dann die Mauer richtig setzen. Also wenn dann auch dann richtig anschließen. Oh Mann, ey. Ihr merkt schon, also ich bin echt...
Ich würde dem Park eigentlich eine Chance geben. Wirklich. Aber es macht's teilweise keinen Spaß mehr. Der hier war noch mit der Be definitiv der Beste. Definitiv noch der Beste. So, jetzt gehen wir mal in die Brücke. Mal schauen, in welches Themengebiet wir jetzt kommen. Ja, hier sind noch ein paar Tempel. Ride-Fotos, okay. Was für ein Ride erwartet uns? Research Center, okay. Was hier geforscht wird? Terra Vulcania. Ja. Steigen wir mal ein. Juppes, einmal drücke und jo ist. Abmarsch. Ein Launch aufwärts. Okay. Wie gesagt, hier fehlt die komplette Thematisierung. Also man kann ja nicht. Nicht jeden Coaster kommt, muss man voll thematisieren. Also beim Giga Coaster sage ich, okay. Den kriegt man nicht richtig thematisiert. Aber hier ist ja. Nada. Einfach nada. Ich bin mal gespannt. Jetzt geht's einmal voll durch die Bücher durch. Ja, okay. Die Zähne sind geputzt. Dafür, und das Gesicht ist weg. Ja. Brauchen wir auch keine Zähne beim Putzen. Hat sich erledigt. Jetzt geht's schon wieder zurück in die Station. Ich sage es ja sonst nicht, aber ich bin jetzt gerade echt froh, dass es zurück in die Station geht. Hier die Brücke sieht richtig schön aus. Aber wieder. Also, sorry, das Placement. Schöne Brücke, keine Frage. Aber das Placement ist hier, funktioniert echt nicht. Funktioniert einfach nicht. Es tut mir echt leid. Ja, also, ich habe hier einen Park ausgesucht, der ist schwer. Schwer verdaulich. Schauen wir mal von oben, ob was wir jetzt schon alles haben. Ich glaube, das alles hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. Also geht es jetzt hier weiter. Warum man jetzt hier rumgeführt wird, das ist mir jetzt schleierhaft. Hier hätte auch ein Weg gereicht. Da hätte auch ein Weg gereicht rüber. Das ist mir jetzt so ein bisschen schleierhaft, warum ich extra in ein anderes Themengebiet zurückgehen muss, um in ein anderes wieder reinzukommen. Und hier ist auch wieder Fehler. Sorry, Bug. Das Ding hier ist. Die Lampen und so weiter. Sind, also die Verwendung selbst, teilweise wirklich gut gelungen. Ja, keine Frage. Macht Spaß. Anzusehen. Schauen wir uns mal Osiris an. Sind wir mal vom RMC Coaster. Lassen wir uns mal überraschen, was der uns sagt. Hier ist der Weg ausnahmsweise mal, ja, würde ich sagen, in Ordnung. Das passt. Bis jetzt, das passt. Ja, hier war ein bisschen zu hoch, aber okay. Hier noch ein Geländer vielleicht. Lass uns mal vom RMC Coaster überraschen. Die Werte sagen ja schon mal alles gut. Was ist grün? Dann fahren wir mal eine Runde. Also der Lift ist auf jeden Fall volle Power eingestellt. Schon sagen, habe ich jetzt irgendwie auf Geschwindigkeit gestellt? Okay. Ja. Inversion funktioniert. Ja, passt. Das passt. Schön gemacht. Schön, richtig. Das ist ein guter Woody. Ja.
Guter RMC Woody. Das macht Laune. Ist jetzt alles in Ordnung. Kurven sind ordentlich geneigt. Ja, Geschwindigkeit passt auch. Definitiv. Positiv. Echt positiv. Man kommt nur extrem schnell in die Station. Also man wird da von 50 auf 0 in 5 Metern. Oder wie? Keine Ahnung. Iron Fury, also wurde noch nicht mal benannt. Die haben auch wieder diese Lampen. Also das hat er irgendwie wieder, hat er schön, hat er hier wieder verwendet. Ich will nicht durchhetzen, definitiv nicht. Aber ich will jetzt eigentlich auch sagen, ja. Schauen wir uns den Rest noch an. Ob noch was kommt. Ob noch etwas überraschend Gutes kommt. Hier haben wir wieder Technik und Service. Ich glaube, wir sind durch, ne? Ich glaube, wir sind durch. Hier ist noch eine Ballonfahrt. Ja, eine Ballonfahrt haben wir hier. The Claw, ja. Okay, sieht nicht schlecht aus. Keine Frage, glaube ich. Ja, gut gemacht. Schauen wir uns mal das Hotel an. Ich will mal sehen, wie der das Hotel gemacht hat. Das hier verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wofür das hier ist. Vielleicht soll das hier eine Anwendung für das Hotel sein. Starburst Hotel, Berliner Hotel. Ja? Wo wir zwei Hotels direkt nebeneinander. Also so groß ist der Park noch auch wieder nicht. Hier ist der Swimmingpool ziemlich ausgetrocknet, würde ich sagen. Ist ziemlich düne. Ja. Suchen wir uns mal ein leeres Plätzchen. Und dann machen wir eine Bewertung. Und dann machen wir mal eine kurze Bewertung. So. Ich habe dazu nichts vorbereitet, aber. Eigentlich würde mir das hier am ehesten einfallen. Als Bewertung. Das ist jetzt nicht böse, aber es ist jetzt wirklich. Ist nicht so böse bin ich jetzt nicht. Nee. Keine Frage. So. Szenerie. So, es lädt alles. Und schauen wir mal, wenn wir dann. Irgendwas Beschreibbares. So. Machen wir 4 Kategorien, würde ich sagen. Was nehmen wir da als? Was nehmen wir denn als Symbol? Komm, schauen wir mal, was haben wir da? So. Statuen, Monumente. Da wollen wir jetzt. Nehmen wir mal die Pinguine. Okay. Nehmen wir mal die Pinguine als. Realismus. Fangen wir damit an. Da gibt es von mir. 5 Pinguine. 5 Pinguine gibt es dafür. So. Achterbahnen. Was machen wir da? Sag. Bei Achterbahnen. Sind nicht so schlecht.
6, 7 Pinguine. 7 von 10. Finde ich ist in Ordnung. Parkumfang. Da muss ich sagen, ist eigentlich alles da, ne? Also wir haben Hochfahrgeschäfte. Da gebe ich 8 Pinguine. Na komm, sind wir mal gnädig. 8,5. So. Und als letztes machen wir mal eine Gesamtwertung. Gesamtwertung. Ja. Die Gesamtwertung. Es ist ja nicht komplett ein Totalausfall. Also der ist bis auf die Wege teilweise schön thematisiert. Deswegen. Ja, 6,5. 6,5 Pinguine. Das, denke ich mal, passt. Wenn ihr Anmerkungen habt zu dem Park, ja. Wenn ihr meint, ich bin ein bisschen zu hart gewesen mit dem Park in der Bewertung. Oder ihr würdet den Park noch anders bewerten oder ihr hättet noch gerne andere Kategorien dabei, sagt es mir einfach in den Kommentaren. Ich wünsche euch bis dahin ein schönes Wochenende. Morgen kommt die nächste Folge aus Phantasia World Resort. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Bis denn dann. Euer Hannibal. Ciao.